Gen 5, die Kluft zwischen Oldschool und modernen Pokémon Games. Keine Gen hat so viele Mons, die von so vielen geliebt und gleichzeitig gehasst werden. Manche verabscheuen Müll, manche lieben Unratytox. Für mich ist Einal der perfekte Spielplatz, um ein Sammelprojekt auszuüben. Und ich dachte, es wird kinderleicht, aber was wäre das hier dann für ein Video? Ich habe alle Gen 5 Pokémon im Pokéball gefangen, mit versteckter Fähigkeit. Das ist der Origin Dex Gen 5. Oh, 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 Robustheit, du Bastard, du Bastard. Ah, es kann nicht sein. How? Hallo? Solltet ihr noch keins meiner vorherigen Origin Dex Videos gesehen haben, dann wow, wie habt ihr es hierher geschafft? Aber dann stoppt hier und schaut euch die Playlist an, wo ich die Regeln erkläre und auch die bisherigen Gens durchgehe. Aber kurz gesagt, ich fange alle Pokémon in der Gen, in der sie das erste Mal vorkamen, immer im Pokéball, immer in männlich und alle Formen. Und wir sind in Gen 5 angekommen und oh boy, hab ich die wieder mal unterschätzt. Beziehungsweise Gen 5 wäre gar nicht so schwer, hätte ich es mir nicht absichtlich schwerer gemacht. In Gen 5 gab es nämlich das erste Mal versteckte Fähigkeiten. Also warum nicht alle Mons mit versteckten Fähigkeiten fangen? Und das hat das Ganze so langwierig gemacht, aber mehr dazu später. Ihr könnt übrigens jeden Stream, in dem ich Gen 5 gespielt habe, nachschauen auf meinem Archivkanal, falls ihr die komplette Experience haben wollt. Okay, zuerst gehen wir über alles, was wir überhaupt fangen müssen. Und das sind einige. In Einal gibt es 156 neue Taschenmonster zu fangen. Ich finde, man erkennt sofort, wenn ein Pokémon aus Gen 5 kommt. Sie sind irgendwie so hart und haben ihren eigenen schroffen Look. Ich meine, Ramoth, Meistergriff, Rabigator, das Ding hier, Zaplarang, Golgantes, der Elefantenembryo. Nicht nur fangen wir aber jedes Mon, sondern auch jede Form. Sesokids hat die Jahreszeiten, Apokolyp hat den Geschlechterunterschied. Also nicht sehr viele extra Formen, aber trotzdem ist es die Gen mit den meisten Pokémon ever. Denn wir brauchen insgesamt 170 Pokémon. Aber müssen wir eigentlich jede Version spielen? Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2? Eigentlich nicht. Alles ist in Schwarz und Weiß fangbar. Wir haben hier nur ein paar Exclusives, wie die Legis natürlich und Molimorba, Monozyto und ein paar andere. Aber jedes Mon ist eigentlich abgedeckt im ersten Teil. Aber ihr kennt mich. Ich musste natürlich auch den zweiten Teil spielen, um wirklich alles abzudecken, was das erste Mal in einer Gen vorkam. Haben wir zufällig irgendwelche Bronies hier? Denn erst in Schwarz-Weiß 2 wurde die Resolute-Form von Keldeo eingeführt. Oder auch die Tiergeist-Form von den drei Genies gab es streng genommen das erste Mal nur im zweiten Teil. Aber vor allem gibt es die meisten Mons mit versteckter Fähigkeit nur in Schwarz-Weiß 2. Das war der Grund, warum ich jedes der vier Gen 5 Spiele durchspielen musste. Vor allem Schwarz 2 musste ich sehr viel spielen, wegen einem fetten Bonusmon, das ich natürlich nicht vergessen durfte. Aber wie immer habe ich erstmal eines der Spiele komplett gechillt durchgespielt. Und angefangen habe ich mit Schwarz. Ich habe das Spiel mit einem meiner liebsten Starter begonnen, Serpifeu. Was im Nachhinein jetzt nicht die beste Entscheidung war, weil irgendwie lernt Serpiroyal fast nur Pflanzenattacken und kann allgemein nicht sehr viel. Dafür habe ich mir aber ein sehr fettes, ausgeglichenes Team gemacht. Darf ich vorstellen. Ich habe wie immer am Anfang mich darauf konzentriert, das Spiel zu genießen, da ich Schwarz-Weiß erst einmal gespielt hatte und das auch nur mit einer Zero-XP-Challenge. Und ich muss sagen, die Story ist Schrott, Schrott, warum mögen die Story so viele? Diese fanatischen Team-Sekte, ey, und dann mit ihrem Anführer Jesus, oh mein Gott, und N? N kann mich mal, was für ein Vollidiot, es tut mir leid. Aber okay, da hatte ich Schwarz-Weiß 2 noch nicht gespielt. Ich habe noch nie Textboxen schneller weggeklickt, weil mich dieses fanatische Gelaber von denen nur gestresst hat. Ich habe wie immer alle Pokémon erstmal links liegen gelassen und mich darum gekümmert, mein Team aufzubauen. Nach über 40 Stunden, ja, der Grind ist real für ein volles Team, stand ich dann vor den Top 4 mit diesem Team.
Ich habe mich extra nicht extrem überlevelt, aber die Top 4 hatte echt keine Chance gegen mein durchwachsenes Team. Vor allem mit Unlicht und Kampf macht man die Top 4 sowas von fertig. Also bitte. Also bitte. Ein Witz ist das hier. Vor allem haben die alle nur 4 Pokémon. Die nehmen Top 4 zu ernst. Und den Begriff Top 4 nehmen die zu ernst. Bin nicht overleveled, weil ich wusste nicht, wie stark die Top 4 wird. Gibt es nicht noch andere Mitglieder? Alter, ist das, was ist das denn hier für ein Witz? Selbst wenn ich nicht überlevelt wäre, und ich bin nicht wirklich überlevelt, mein Rabigator ist nur so stark, weil es durch die Top 4 gerade durchgerannt ist. Oh nö, warum kannst du denn Nachthieb? Aber das sollte der nicht überleben. Oh, es war ein Zoroark! Das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Das wusste ich nicht, deswegen kann es Nachthieb. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Krass. Also wenn man gegen die Top 4 gute Pokémon hat, hat man gegen ihn auch gute Pokémon. Tatsächlich? Oh, Loser. Ich bin schneller als Cesurio? Das Ding sollte so flink sein. Ach komm. So ein Witz. Das Finale ist ein Witz, ey. Ich war nicht überlevelt. Null überlevelt. Und so hatte ich den ersten Spieldurchgang in Schwarz vollendet. Und ihr wisst, was das bedeutet. Gotta tell you about my Patreon. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann joint mein Patreon. Da seht ihr Sachen von mir, von meinen privaten Stories, von den Sachen, wie ich hier diese Videos mache und viele Sachen mehr. Vielen Dank, falls ihr euch überlegt, meinen Patreon zu joinen. Das unterstützt diesen Kanal wirklich, wirklich sehr. Jetzt aber. Gotta. Und dafür brauchen wir natürlich Supporter. Wie schon in Gen 3 gibt es auch in Gen 5 die Fähigkeit Schambolzen. Die sorgt dafür, dass das gegenteilige Geschlecht häufiger auftaucht. Genau genommen, wenn ich ein weibliches Mon mit Schambolzen an erster Stelle habe, sind die Encounter zu 66,7% männlich. Und es gibt sogar ein neues Mon, das Schambolzen kann. Picochilla. Dann brauchen wir noch eins zum Fangen. Und hier eignet sich das verrückte Kuckmada. Es kann Hypnose, Superzahn und Horrorblick, was noch hilfreich sein wird, wenn wir die Roma fangen wollen. Mit diesen zwei im Gepäck bin ich dann losgezogen und habe alles gefangen, was keine versteckte Fähigkeit haben kann. Welche Mons versteckte Fähigkeiten haben und warum, dazu kommen wir später. Es wäre jetzt sehr langweilig, wenn ich euch all die Pokémon zeigen würde, die ich ganz normal gefangen habe. Es ist wirklich nicht schwer, reguläre Monster zu finden und zu fangen. Aber die Jahreszeiten könnte ich noch erwähnen. Das Gimmick von Gen 5 war, dass sich die Jahreszeiten ändern, was ich dachte, mehr Auswirkungen hat. Tatsächlich kann aber jedes Mon zu jeder Jahreszeit gefangen werden. Es ändert sich echt nur der Look von der Map und dass man manche Items nur zu bestimmten Jahreszeiten erreichen kann. Die Sesokids-Formen sind das einzige, das für mich interessant war. Die Jahreszeiten sind aber zum Glück nicht an unsere echten Jahreszeiten gebunden, sie ändern sich einfach monatlich. Januar ist Frühling, Februar ist Sommer, März ist Herbst und April ist Winter. Und dann geht's wieder von vorne los. Die Jahreszeiten kann man so auch problemlos mit dem Datum vom DS umstellen. Sesokids ist aber tatsächlich eines der Mons, die man mit versteckter Fähigkeit bekommen kann. Also kommen wir dazu später. Jetzt zeige ich euch erstmal. Viele von den seltenen Mons finden wir in Phänomenen. Also raschelndes Gras, Staubwolken, dunkle Flächen im Wasser oder Schatten von Flugmons. Stellt euch vor, ihr chillt einfach so und auf einmal bildet sich unter euch so ein riesiger Schatten. Oh, shit. Bei jedem Schritt besteht eine gute Chance, dass um euch rum ein Phänomen auftaucht. Zum Beispiel gibt es Ordoch nur in raschelndem Gras. Das ist jetzt aber nicht so selten. Affen, die sind selten und ich möchte euch jetzt zeigen, wie viel krasses Luck ich hatte bei den Affen. Je nachdem, was für einen Starter man auswählt, bekommt man im Spielverlauf den gegenteiligen Affen geschenkt. Ich hatte also bereits einen Sodamak und brauchte somit noch einen blauen, zwei rote und noch zwei grüne Affen. Die Chance, dass im ewigen Wald im raschelnden Gras ein Affe auftaucht, ist 10%. Also brauche ich zuerst Glück, dass um mich herum überhaupt raschelndes Gras auftaucht und dann muss ich die 10% treffen, dass die Affen drin sind. Bitte sei ein Schniedel. Ja.
Ey, ist ja voll einfach. Veggie. Vor allem, es wird jedes Mal schwerer, dass nicht das kommt, was man schon hat. Das schaffe ich. Okay. Wisst ihr, Alter, was habe ich für ein Glück? Wenn jetzt zweimal hintereinander... Es kann doch zwischendrin kommen. Ich meine, wenn die nächsten Max zweimal hintereinander Grillmark ist, 10 Subs verschenke ich dann. Alter, willst du mich verarschen? Das ist doch geskriptet. Das ist geskriptet. Es kommt ein männliches Grillmark. Es kam Soda, Veggie, Veggie, Grill. Und wenn jetzt noch Grill kommt, dann war das die perfekte Reihenfolge, die man sich wünschen kann. Hä? Nein. Nein! Ah, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es ist nicht möglich. Wie zum Teufel passiert sowas? Wie? Wie? Kann mir einer von euch bitte ausrechnen, wie unfassbar gering das ist? Ab mit euch in die Kommentare. Ich glaube, es ist nicht so schwer auszurechnen. Wir haben es probiert, aber wir haben verschiedene Ergebnisse bekommen. Wir brauchen die Mathe-Genies. Ein anderes seltenes Mon ist Ignivor. Das bekommt man auf einer weit abgelegenen Insel auf Route 18 als Ei. Ich habe mir das Ei in Schwarz geholt und was ist natürlich ausgeschlüpft? Bist du ein Männchen? Okay, du bist ein Weibchen. Also habe ich mir in meinem Weißspieldurchgang dann noch ein Ei geholt, aber davor gespeichert. Bitte sei ein Männchen. How? How? Und übrigens, Ignivor braucht 10.000 Schritte, also so schnell geht das nicht. Und ich weiß, ich hätte mit Ditto breeden können, aber ich versuche immer Breeden als letzte Instanz zu wählen, immer nur dann, wenn wirklich nichts anderes geht. Männlich! Männlich! Das vierte war männlich. Passend dazu machen wir uns jetzt auf die Suche nach Mothra. Ich meine Ramoth. Das wird in Gen 5 wie ein Leggy behandelt, da man es nach dem Spiel als statischen Encounter im alten Palast finden kann. Auf Level 70. Es ist klar, dass alle damals dachten, dass das ein Leggy ist. Es ist männlich. Wer hat vorhin gesagt, Ramoth kann nur weiblich sein? Fake News. Und Ramoth hat 15% Catch Rate. Das ist es. Kakling. Jawohl. 13. Tatsächlich ist sonst nichts wirklich selten in der Wildnis. Klar, Zapladin ist jetzt auch nicht so häufig oder Emolga, aber nach ein bisschen Suchen findet man die auch. In Gen 5 habe ich auch das erste Mal ein paar Entwicklungen gemacht. Normalerweise habe ich alles erst in den neuen Spielen entwickelt, um unnötigen Grind aus dem Weg zu gehen. Aber sowas wie Schnuthelm oder Laukaps musste ich in derselben Gen entwickeln. Ich meine, wie cool ist diese Entwicklung? Man muss Laukaps und Schnuthelm gegeneinander tauschen, damit sie sich entwickeln und so tauschen sie ihr Aussehen? Ich sag doch, Gen 5 hat coole Mons. Wie cool ist das? Und bitteschön, wie faszinierend ist das Tauschen an sich? Klar kann man auch wieder in den Konex Club und so per Wi-Fi tauschen, schneller geht es aber, wenn man über das Sea-Gear eine Infrarotverbindung herstellt. Ich war total verwirrt, wie das gehen soll, weil die DS selber haben kein Infrarot. Wie soll ich Infrarot benutzen? Ihr allwissenden Chatter. Aber die Spiele! Da ist ein winziger Sensor drin. Ich lege jetzt Spiel an Spiel. Aber da ist halt eine Klappe. Ich meine, wie cool ist das denn? Heute geht alles über dieses Internet und damals mussten sie tatsächlich kreative Lösungen finden. Aber okay, genug geschwärmt. Wir kommen jetzt zu den... Drei Leggy-Gruppen. Die Ritter, die Roma und die Cover-Leggies. Und Kyurem. Cobalium, Viridium und Terrakium finden wir nach der Story an drei verschiedenen versteckten Orten. Alle haben eine Chance im Pokéball drin zu bleiben zu 1,6%. Im roten Bereich sind es schon 3,5% und mit Schlaf sogar 7%. Die harten Zeiten aus Gen 1 bis 4 sind definitiv vorbei. Ja, aber so ist es gelaufen. Ob guck mal da das überhaupt aushält gegen Groar. Okay, okay, die Musik. Ist genau die gleiche. Ist einfach legendäre Musik. Haben keine eigene Rittermusik. 22.
Eyo, 22. Go. Quatsch. Das heißt vorhin, das Kobalium hat nie mit Sanctoklinge getroffen. Was für ein krasses Glück hatte ich. 62. Klick! Ha! Kirikikikikiriki. Kakadudu. Fuck. Instant die Klinge. Okay. Terrakium hat sich etwas geweigert, aber dafür ist Viridium umso schneller drin geblieben. Wir stehen vor Viridium, das im Pokéball drin bleibt, dank euch. Und ich habe nicht auf die Nummer gedrückt. Es war 9. Und wenn ihr dachtet, das ist einfach, kommen wir jetzt zu den Coverleggies. 12% mit einem Pokéball und vollem Leben. 27% im roten Bereich und schlafend sogar 50% mit einem Pokéball. In Schwarz fängt man Reshiram und in Weiß Zekrom jeweils kurz vor dem Kampf gegen N. Aber ich habe nicht mal meinen Counter gestartet, um mitzuzählen, wie viele Pokéball ich brauche, weil ich wusste, das kann nicht schwer werden. Zweiter Ball. So, das sind jetzt tatsächlich 35% Wahrscheinlichkeit. Wenn es nicht im ersten Ball drin bleibt, habe ich richtig Pech. Sag ich doch. Kyurem wird hoffentlich etwas herausfordernder. Das hat wieder die Chance, genau wie die Ritter. Also im besten Fall 7%. Jedoch ist Kyurem ganze 75 Level stark. Mein Guckmada mit Hypnose hat also nicht lang überlebt. Aber ich hatte noch mein Zapplerang mit Donnerwelle. Also war die Chance knapp unter 5%. Nummer 1. Menno, das wäre so schön gewesen, komm, das wäre so gut gewesen, ey. Mann. Immer diese Dreier und jetzt bleibt es wieder ewig lang. Jetzt kommt ewig lang wieder kein einziger Wackel. Ja. 43. Das ist er. Eyo, 43. Drei andere Legis haben wir noch und das sind die Inkarnationen der Natur. Und zwei davon sind sogar... Nach dem 8. Orden, sogar noch bevor man auf die Siegestraße kommt, wird uns berichtet, dass es ein Unwetter auf Route 7 gibt. Geht man zu dem Unwetter und redet mit dieser Frau in ihrem Haus hier, erscheint danach vor dem Haus Boreos in Schwarz oder wenn wir Weiß spielen, Voltolos. Ab dann roamen sie in Einal umher. Aber ganz anders, als man es aus den vorherigen Gens kennt. Hier kommt es darauf an, zu welcher Tageszeit wir den Roamer suchen. Ich habe diese Karte hier gebaut, um es euch zu veranschaulichen. Tageszeiten in Gen 5 ändern sich sogar minimal je nach Jahreszeit. Eigentlich total realistisch. Und je nachdem, wie viel Uhr es ist, kann der Roamer nur in diesen Bereichen erscheinen. Und wie immer, sobald ich die Route wechsle, springt der Roamer zu einer von den anderen Routen. Aber es bleibt eben immer in der Nähe, anstatt dass es auf der ganzen Karte wandert. Die Leuchttafeln in allen Durchgängen zeigen einem sogar ganz genau, wo gerade ein Unwetter herrscht, also wo der Roamer gerade ist. Das bringt einem aber nichts, denn sobald man den Durchgang verlässt, ist der Roamer wieder woanders. Da aber die Positionen von einer Tageszeit alle nah beieinander liegen, ist es also sehr einfach, den Roamer zu finden. Ich fand, der beste Ort ist definitiv mittags, hier mittendrin. Ich kann einfach in dem Durchgang zwischen Route 4 und Rayono City stehen und immer wieder Route 4 betreten. Die Chance ist jedes Mal ein Drittel, dass es da ist. Und man muss noch nicht mal danach suchen, denn wenn es da ist, herrscht ein krankes Unwetter. Also man sieht es sofort. Und genau so habe ich das dann gemacht. Paar Mal Route 4 resettet und schon hat es gestürmt. Guck mal, da habe ich immer auf Level 40 gehalten, so konnte ich Schutz anmachen, um Boreos zu isolieren und zack, war es da. Die Chance, dass es drin bleibt, ist gleich wie bei den Rittern, roter Bereich mit Schlaf 7%.
Horrorblick. Guck mal, da setzt Horrorblick an. Geschenkt, geschenkt! Eins. Wehe! Wehe! Okay, gut. Zehnter Ball. Oh, 10! Exakt das gleiche habe ich dann für Voltolos auf Weiß gemacht. Da ist es. Einfacher war es noch nie, Roma zu finden. Und es ist männlich, aber sie sind immer männlich. 22. Ich habe alles richtig gezählt. Dankeschön. Die Tiergeister sind unfassbar hässlich. Ey! Toll. Das Voltolos habe ich dann auf mein Schwarz getauscht und konnte so mit den zwei Roman im Team zum Schrein der Ernte. Dort taucht dann nämlich Demeteros auf. Bei dem ich jahrelang dachte, dass er Dementeros heißt. Ich glaube, ich werde dement. Exakt die gleiche Chance, nur dass das jetzt Level 70 ist. Mein Hypnose, guck mal da, hatte also wieder keine Chance und Donnerwelle ging auch nicht, weil Demeteros Boden ist. 3% müssen reichen, deswegen hat es auch 55 Bälle gedauert. Eyo, 55. Trotzdem, wenn wir das mit allen anderen Roman vergleichen, aus Gen 3 zum Beispiel oder vor allem aus Gen 2, dann ist das natürlich ein Kinderspiel gewesen. Wie in allen Main Games gab es auch damals in Gen 5 Mythicals, die man nur in Events damals bekommen hat. Und das waren Victini, Keldeo, Meluetta und Genesect. Streng genommen ist es schier unmöglich, heute noch an diese Events zu kommen, außer man besitzt die tatsächlichen Event-Cartridges. Diese Sammelobjekte sind aber etwas preiswert. Zum Glück wurden aber alle Gen 4 und 5 Verteilungen archiviert und auf einen privaten Server gepackt. Diesen Server können wir anzapfen, um so die Verteilungen zu simulieren. Das ist jetzt natürlich nicht ganz koscher, aber besser als nix. Wollt ihr das nachmachen? Wollt ihr auch den DNS-Glitch machen? Dann schaut euch mein Video dazu an, mein Tutorial. Dann könnt ihr das ganz einfach auch, einfach alle Eventverteilungen von Gen 4 und Gen 5 könnt ihr so bekommen. So können wir eben alle europäischen Verteilungen ganz easy erhalten. Und darunter sind zwei Keldeo, Victini, Meluetta und Genesect. Die sind dann natürlich im Jubelball, aber anders geht's nicht. Außer bei Victini, denn wir bekommen auch den Gartenpass als Event, womit wir ein eigenes im Pokéball fangen können. Mit dem Gartenpass gehen wir in Stratos City zum Schiff ganz links und werden zum Freiheitsgarten gebracht. Dort ereignet sich eine kleine Story mit Team Plasma. Diese Story erklärt sogar, warum Victini im Einal-Pokédex die Nummer 0 ist. Etwas, das mich und viele andere bestimmt auch schon immer krass genervt hat und auch und wir uns gefragt haben, warum? Warum ist es Nummer 0 und nicht hinten bei den anderen Mythicals? Im Grunde ist Victini ein Pokémon, das allen Trainern zum Beginn ihrer Reise Glück bringen soll. Deswegen ist es das nullte Pokémon, da es das erste im Team sein soll. So habe ich es zumindest gehört. Das habe ich zumindest auf TikTok gehört. Der Gartenpass wurde auch direkt zur Veröffentlichung verteilt. Also sollte man direkt zu Beginn es sich holen und damit das Game spielen. Deswegen ist es das nullte im Dex. Es zu fangen ist aber nicht so einfach, weil es die gleiche Catchrate hat wie die Legis. Also wie die Ritter, nicht die Cover-Legis. Kirkirirk. 12. Okay, war doch geschenkt. Aber wie ihr merkt, wir sind jetzt eigentlich durch mit Schwarz-Weiß. Ne? Wir haben alle Mythicals. Aber vielleicht ein paar große Fans haben bemerkt, da fehlen noch zwei Pokémon. Zwei sehr beliebte Pokémon. Aber warum sind Zorua und Zoroark so besonders? Ich meine, außer dass es Hammer-Pokémon sind. Na, in Schwarz-Weiß 2 kann man Zorua tatsächlich einfach geschenkt bekommen in Maria City. Aber das ist zu langweilig und es ist auch nicht der erste Teil. In Schwarz-Weiß kriegt man Zorua und Zoroark nur, wenn man Pokémon aus einem Event aus Gen 4 dabei hat. Das heißt, wenn man damals Gen 5 gespielt hat und man hat nicht Gen 4 gespielt oder man hat die Gen 4 Events verpasst, war es in Schwarz und Weiß Teil 1 unmöglich, Zorua und Zoroark zu bekommen? Game Freak. Chillt. What? Welche Events waren das? Für Zorua braucht man aus Gen 4 das Celebi-Event
Und für Zoroark braucht man aus Gen 4 das Shiny Raubkatzen-Event. Das Celebi habe ich mir ebenfalls durch den DNS-Glitch in Gen 4 geholt und dann übertragen auf meinen Schwarz-Spielstand. Und das ist schon cool, denn wenn man dann in das Haus in Stratos City geht, wo diese zwei Personen hier stehen, dann kommt unser Celebi raus aus unserem Team und es stellt sich heraus, dass Celebi ein alter Freund von Zoro ist. Und diese eine Person ist Zoroa. Au, 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 mein Zoroa war ein Mensch. Ach, und könnt ihr mir sagen, warum Celebi eine blaue Brille trägt? Warum hat mein Celebi eine blaue Sonnenbrille auf? Das hat keine Flügel in den Augen. Das ist der Rücken? Oh. Für mich schaut es uns an und es hat die dickste Hornbrille auf. Das Zoroa schließt sich uns dann an und was nochmal extra cool ist, im Bericht von unserem Celebi steht dann, dass du es mit seinem Freund Zoroa wieder vereint hast. Das heißt, du kannst mit dem Celebi nur ein Zoroa abholen. Ich habe es probiert. In Weiß hat es die Cutscene nicht getriggert. Das ist schon krass, an was damals Game Freak alles gedacht hat. Damals. Jetzt könnte ich dieses Zoroa natürlich einfach mit Ditto breeden, aber das wäre langweilig und dann würdet ihr auch das hier verpassen. Oliver MKP, ein Pokémon Content Creator und ein Fellow Shiny Hunter, schaute bei meinem Stream vorbei und meinte, er könnte mir die Original-Cartridge von der Raubkatzen-Event-Verteilung ausleihen, um Zoroark zu holen. Legitimer geht's nicht. Natürlich habe ich da dankend Ja gesagt. Und hier ist sie. Eine offizielle Event-Cartridge, auf der die Shiny-Raubkatzen aus Gen 4 drauf sind. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du meine Gen 5-Experience noch so viel besser gemacht hast und die Bedeutung von diesem Zoroark noch so viel besonderer gemacht hast. Die meisten von euch werden Olivers YouTube-Kanal bereits kennen. Wenn nicht, dann abonniert den sofort. Er macht sehr besondere Shiny Hunts und ist eine sehr große Inspiration für mich und für viele andere. Die Cartridge steckt man dann in einen DS, stellt den DS auf das Datum, an dem die Eventverteilung tatsächlich stattgefunden hat und startet auf einem zweiten DS ein Gen 4-Spiel. Die Event-Cartridge schickt dann ein Geheimgeschehen an das Gen 4-Spiel. Und da ist es. Shiny Suicune bekommen von diesem Ding hier. Das habe ich dann dreimal gemacht, mit eben drei verschiedenen Daten für die Events und so hatte ich die drei schillernden Raubkatzen. Die habe ich dann auf mein Schwarz transferiert und bin mit allen drei, eins hätte gereicht, aber komm schon, zum Hain der Täuschung. Und hier wurde ich dann tatsächlich da getäuscht. Ich hatte keine Ahnung, was mir bevorsteht und da stand dann so ein Wohnwagen und naja, schaut es euch selber an. Jupp. Ich habe nicht gespeichert. Halt, kann ich Nein sagen? Eine wunderliche Frau greift dich aus heiterem Himmel an. Was? Ich habe keine Kampf-Pokémon dabei. Wie stark? Oh, Sis. Jetzt verstehe ich. Okay, das ist cool. Das ist cool gemacht. Moment, warum ist es Raikou? Ich habe Suicune im Team. Sollte es nicht Suicune sein? Wie cool ist das bitte? Die Frau ist das Zoroark? Und verwandelt sich dann zu der Raubkatze, die das Gegenteil ist von der Raubkatze, die ich im Team an erster Stelle habe? What? Wie cool! Ich habe den Kampf tatsächlich mehrmals neu gestartet, um Zoroark als jede Raubkatze mal zu sehen. Da die Story ist, dass uns eine Frau anrennt, ist dieses Zoroark immer weiblich. Also so oder so muss ich das Zoroark breeden, um ein weiteres Männchen zu bekommen. Wie tue ich dich jetzt in den Ball? Ich meine, ich kann dich in einen Hyperball packen, weil ich muss dich eh brüten. Aber das machen wir nicht. Wir müssen es uns verdienen. Stimmt, das Trugbild ist nicht mal shiny, obwohl meine ja shiny sind. Okay, das muss ich jetzt überprüfen. What? Hat eine Catchrate mit dem Pokéball von 12%. Ja, 12%, okay. Aber da ist es. Null Aufwand damals, als Schwarz-Weiß rauskam. Ne? Da hat das jeder gemacht natürlich. Es war ja super einfach. Was für zwei unfassbar coole Sequenzen, die man komplett verpassen würde, wenn man damals das Gen 4 Event nicht gemacht hat. Aber das war es jetzt wirklich mit Teil 1. Wir kommen jetzt zu Teil 2. Schwarz-Weiß 2 war eines der Spiele, die ich noch nie vorher gespielt habe. Ich hatte sie auch überhaupt nicht. Und auch hier wieder. Vielen, vielen Dank an einen meiner Zuschauer, Azrael, dass du mir deine Schwarz-Weiß 2-Spiele ausgeliehen hast. Vielen, vielen Dank. Ohne dich könnte ich jetzt diesen Teil hier nicht machen.
Und die zweiten Teile sind wirklich gut. Die Story ist so viel besser als im ersten Teil. N bekommt so richtig viel Backstory, die sein widerliches Verhalten im ersten Teil nachvollziehbar macht. Aber ich saß schon echt lang am ersten Teil. Wie gesagt, 40 Stunden, wenn nicht mehr. Und ich wollte es ein bisschen schneller machen im zweiten Teil. Und Leute, wie spielt man ein Pokémon-Spiel am schnellsten durch? Indem man nur den Starter benutzt. Und da Serpiroyal eine kleine Enttäuschung war, habe ich mich für Floink entschieden. Und oh boy, ist Flambirex eine Maschine. Ich werde mir jetzt immer zweimal überlegen, im Restaurant Spanferkel zu bestellen. Ich meine, ich mach's trotzdem, aber ich überleg's mir zweimal. Und ich werde jedes Mal kurz innehalten und an die gute Zeit zurückdenken, die ich mit meinem Flambirex hatte. Ich bin also ziemlich gut durchgekommen. Zwei Arenen haben mir Probleme gemacht. Und es war nicht die Wasserarena. Die habe ich zerstört. Ich bin stolz aus der brennenden Arena stolziert. Nee, Probleme hat mir natürlich die Bodenarena gemacht. Diese Stallobor, ey. Dampfwalze natürlich. Ich glaube, ich krieg die TM-Dampfwalze. Es kann nicht sein, dass er programmiert ist, nur Dampfwalze zu machen. Wem gehen zuerst die AP aus? AP oder Hypertrank ist die Frage. Ich glaube, Dampfwalze ist... Volltreffer. Unfair! One eternity later. Nitro-Ladung. Und wir hoffen. Das war nicht mein Volltreffer. Turner, du Loser. Das war die Passive von Flambirex, Großbrand. Stärkt Feuerattacken, wenn Not am Mann ist. Oh. Mensch, das hätten wir ja schon längst ausnutzen können. Ich glaube, ich werde dement. Aber auch Geraldins Flugarena war natürlich kein leichtes. Was rauskommt? Ja, da ist es schon. Wenn es als letztes... Oh, das ist schneller als ich. Okay, das war's. Volltreffer. Komm, du überlebst es. Du überlebst es. Du überlebst es. Oh mein Gott, bist du nervig, Svarones. Bitte schreck nicht zurück, du großes Kämpferschwein. Volltreffer. Wow. Oh mein Gott. Hör auf, verliebt zu sein. Ich starte neu. Kann mich mal, ey. Überleb! Fuck! Stopp! Oh mein Gott, warum? Dann mache ich als erstes X-Tempo und dann mache ich Walzer. Vielleicht bin ich schneller mit X-Tempo. Bitte sei nicht. Bitte. Yes! Jetzt könnte ich schneller sein als Svarones. Die Strat, ey. Die Granitstein X-Tempo Strat. Ich bin schneller als Svarones. Stufe 3 Walzer. Könnte killen. Und jetzt ist die Frage, ob ich schneller bin als das dritte Flug-Pokémon. Das ist Stufe 4 Walzer. Oh, Robustheit, du Bastard, aber Agilität, Idiot, Hypertrank und jetzt einen richtig guten Walzer, der automatisch besser ist, denn Stufe 5 Walzer, der stärkste aller Walzer. Ram, bam, 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 bam. Robustheit, das habe ich nicht kommen sehen, obwohl ich es hätte kommen sehen müssen. Dement. Windschnitt. Easy. Schau, man muss nur einmal kurz herausfinden, woran es liegt und was man quasi dann verbessert. Und das Problem war die Geschwindigkeit. Nach 20 Stunden, was doppelt so schnell war als in Teil 1, stand ich dann mit einem Level 84 Flambirex vor den Top 4. Und ich habe keine Sekunde grinden müssen für Level 84. Das passiert, wenn man in Pokémon einfach nur den Starter benutzt. Und vor allem mit meinen Unlicht-, Kampf-, Feuer- und Bodenattacken war ich sehr gut vorbereitet. Die Vierte hat mir richtig leid. Eins nach dem anderen wurde geone-shottet. Vom Champ hatte ich dann mehr erwartet, nicht vom Kampf, dazu komme ich gleich, aber ich war fest überzeugt, dass ich es selber aus Teil 1 sein werde. Trotz Steuer... Ach, sie ist der Champ! Bullshit, warum bin ich das nicht selber? Warum komme ich nicht in dem Spiel vor? Warum bin ich nicht der Champ? Es enttäuscht mich jetzt.
Ich meine, ich selber aus Teil 1. Das wäre doch das Logische gewesen. Das ist so eine vertane Chance von Game Freak, ey. Aber stattdessen ist es dieses kleine Girl, die mich komplett fertig gemacht hat. Okay, du bist weg. Hammerarm macht weg. Lapras. Oh, shit. Ey, der braucht immer ewig. Das muss weg sein. Alles ist weg. Ich muss nur drankommen dürfen. Wenn jetzt ihr letztes Pokémon mich umbringt, bin ich so traurig. Akrobatik. Okay, besser als Sturzflug. Also für mich besser. Hallo? Oh mein Gott. Der letzte Kampf der Liga. Das letzte Mon vom Champ. Ein Volltreffer von Aeopteryx. Unfassbar. Aber nach ein paar Versuchen hatte ich die Taktik da auch raus. Ich durfte einfach keinen Hammerarm machen, da das meine Initiative senkt. Wenn ich jetzt zu langsam bin, ist blöd. Aber solange ich jetzt schneller bin, der Hammerarm muss killen. Hammerarm könnte halt nicht treffen. Gebe ihm. Bam. And that's how we should have done it. Aber wer kann denn das vorhersehen, dass ein Volltreffer kommt? Und so habe ich Schwarz 2 nur mit meinem Starter durchgespielt. Und ich empfehle das jedem, der einfach ein Pokémon-Spiel schnell durchspielen möchte. Denn wenn ihr ein volles Team macht, müsst ihr grinden, um alle aufzuleveln. Natürlich nicht mehr ab Gen 6, weil es da den allgemeinen EP-Teiler gibt. Aber bis dahin, ein Pokémon, ein Durchgang, bam. Bevor wir jetzt über die Pokémon reden, weswegen wir überhaupt Teil 2 spielen müssen, gibt's für euch noch... In Gavina findet ihr in diesem Haus einen Typen, der, wie ich finde, eine coole Einstellung hat. Danke an die Person in meinem Chat, die auf einmal vorschlug, ich soll mal mit diesem random NPC sprechen. Warum weißt du das? Mein großer Traum ist es, alle Pokémon nur mit normalen Pokébällen einzufangen. Mein Held. Auch cool ist die Cutscene, wenn man das Event Meloetta in dieses abgelegene Café hier bringt. Dann kommt Meloetta heraus und singt uns was vor. Ja, die haben einfach die Musik aus Scarlet und Violet hier genommen. Unverschämt. Copyright. Ah. Dadurch erlernt Meloetta Urgesang, wodurch es im Kampf die Form ändern kann. Also ist somit eh Pflicht für mich. Und jetzt, Bronies, versammelt euch. My Little Keldeo. Das haben wir uns ja zweimal im Event geholt. Denn eins davon müssen wir in die Resolut-Form bringen und das war das erste Mal möglich in Schwarz-Weiß 2. Hierfür müssen wir die vier Ritter an einen bestimmten Ort bringen. Man kann die drei Ritter zwar sehr einfach im zweiten Teil auch fangen, da das mit dem Infrarottausch aber so schnell geht, habe ich die aus dem ersten Teil genommen. Hinter Lauros Haus, ziemlich versteckt sogar, finden wir dann diesen riesigen Felsen. Keldeo erinnert sich durch die von Cobalium, Terrakium und Viridium hinterlassenen Markierungen an die Attacke Mystoschwert. Nanu, Keldeo entwickelt sich, das wird als Entwicklung bezeichnet. Verändert sich, hätte man doch besser sagen können, oder? Verändert sich. Oh, das ist cool gemacht. Keldeo ist entschlossen zu kämpfen und hat die Resolut-Form angenommen. Cool. Und eine letzte coole Sache, bevor wir zum harten Tobak kommen. Die einzige Möglichkeit, ein Genesekt in Shiny zu bekommen, ist in Schwarz-Weiß 1 oder 2. Allerdings nur als Event und nur in einem japanischen Event. Ich habe es mit einer japanischen Weiß 2 Version gemacht und ich sag's euch, im Vergleich zu Europa hat Japan 10-mal mehr Events und das ist nicht übertrieben. Gebt euch die Liste unserer Verteilungen versus die Verteilung, die es in Japan gab. Das ist beneidenswert, bedeutet aber auch, dass die Chance, ein Shiny Genesekt im DNS-Glitch zu bekommen, sehr gering ist. Ich habe über 5 Stunden lang gesucht. Ich habe sogar irgendwann gar nicht mehr die Events abgeholt, sondern nur den oberen Text mit einem Screenshot verglichen und dann geguckt, ob es das Genesekt ist. Nach einer Ewigkeit kam es dann aber und ich konnte das Genesekt in meinem Shiny Dex endlich abhaken. Und jetzt wird's träumerisch. Traumradar ist ein kleines digitales Side-Game, mit dem man durch die Kamera im 3DS Wolken abschießt. Ich habe ein eigenes Video zu Traumradar gemacht, da seht ihr, wie und was ich dort alles gefangen habe. Das Spiel ist vor allem für Sammler wichtig, da es dort sogar einige Legis auf Level 5 zu fangen gibt.
Für den Originex haben mich aber drei Genies interessiert. Nicht die, die wir bereits gefangen haben, sondern ihre Tiergeistformen. Genau, die hässlichen. Und ich weiß, ich hätte die Genies einfach nochmal holen können und damit den Spiegel in einem anderen Spiel ändern können. Aber das erste Mal, dass die Tiergeistform vorkam, war ein Traumradar. Also natürlich musste ich sie mir da holen. Alle Mons, die man in Traumradar fängt, sind aber im Traumball. Und ja, sie sind nicht im Pokéball, aber der Traumball ist ziemlich besonders und sieht auch cool aus. Und mir ist vor allem wichtig, dass die Pokémon eben aus ihrem Ursprung kommen. Das heißt nicht umsonst Origindex. So habe ich mir dann die alternativen Formen von Boreos, Voltolos und Demeteros geholt. Aber es gibt noch ein anderes, das ich dort fangen musste, und zwar Symvolara. Aber warum fange ich das nicht einfach im Main Game, in Schwarz-Weiß zum Beispiel, da fliegt es überall rum. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, warum Gen 5 so unfassbar aufwendig für mich war. Ich habe einfach ziemlich schnell gemerkt, dass es relativ einfach wird, in Gen 5 alle Pokémon zu fangen. Also warum nicht es ein bisschen schwerer machen? Und übrigens, ich dachte früher immer, dass einfach jedes wilde Pokémon zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eine versteckte Fähigkeit haben kann. Nope! Es sind immer ganz besondere Voraussetzungen, Events, heute sind es zum Beispiel Raids, und nur in diesen besonderen Momenten gibt es versteckte Fähigkeiten. Aber ich zeige euch einfach mal. In dieser Liste findet man alle Pokémon mit versteckter Fähigkeit und wo man sie findet. Ihr seht direkt, dass ein paar gar keine VF haben, zum Beispiel die Starter. Und sehr viele konnte man nur in der Dream World bekommen. Was ist denn das jetzt? Dream World war ein Online-Browser-Game auf dem PC. Durch gewisse Minispiele und an verschiedenen Orten konnte man dann Pokémon dort erhalten, die alle die VF haben. Schade für die Fans, gut für mich, aber Dream World ist schon lange abgeschalten und gibt's nicht mehr. Es gibt Fans, die versuchen, die Dream World wieder aufzubauen, bisher allerdings erfolglos. Es gibt aber so etwas Ähnliches wie den DNS-Glitch, der die Dream World simulieren soll. Das ist aber nichts anderes als Häkchen zu setzen und sich so alles freizuschalten. Keine Minigames, keine Punkte, gar nichts. Ich habe das kurz hier ausprobiert und es hat sich sehr cheaty angefühlt. Ich habe mir so den Sea-Gear-Skin von Genesec geholt. Ich lasse euch den Link dazu in der Beschreibung, ihr könnt es nachmachen. Bedeutet für mich, dass alle Pokémon mit VF aus Dream World natürlich wegfallen, weil es ist unmöglich, sie zu bekommen. Trotzdem bleiben immer noch 45 Pokémon übrig, die man heute noch bekommen kann. Das erste ist, wie schon gerade gesagt, Symvolara in Traumradar. Und da das kein Legi ist, können wir sogar was gegen den Traumball machen. Etwas, das wir jetzt sehr häufig machen müssen. Breeden. Und keine Angst, Ditto, diesmal wirst du nicht zu einer Matratze. Denn wir wollen natürlich die versteckte Fähigkeit vererben. Der Ball, der wird nicht vererbt in Gen 5, das passiert erst in Gen 6. In Gen 5 schlüpft alles noch im Pokéball aus. Aber die versteckten Fähigkeiten können zum Glück vererbt werden. Allerdings nur von den Weibchen. Hat die Mama also die VF, so wird sie zu 60% vererbt. Wenigstens ist der Teil einfach. Heute, also seit Gen 6, können Männer auch VFs vererben und auch wenn man ein Ditto benutzt. Aber in Gen 5 müssen wir Ditto eine Auszeit gönnen. Also brauchte ich ein weibliches Symvolara aus Traumradar und konnte das dann mit einem männlichen Symvolara zum Beispiel breeden. Und so bekommt man ein männliches Symvolara mit versteckter Fähigkeit. Beautiful. Aber das müssen wir jetzt einige Male machen. In Schwarz-Weiß 2 finden wir im Jahreszeitenforschungsinstitut, deutsche Sprache, gute Sprache, jemanden, der uns ein Sesokit schenkt mit versteckter Fähigkeit. Wir müssen nur darauf achten, dass es weiblich ist, damit wir die ganze Reihe mit allen Formen daraus machen können. Aber du bist ein Männchen, wir hassen Männer. Mein erstes war männlich, also Reset, und das zweite war dann weiblich, easy. Und ey, ich habe dann so viele Bambis gezüchtet, bis ich 8 Stück hatte, in männlich und mit versteckter Fähigkeit. Die Form ändert man übrigens, indem man mit dem Sesokids im Team in der jeweiligen Jahreszeit einen neuen Ort betritt. Datum vom DS auf den Monat ändern, 2 Sesokids ins Team und dann einfach zum Beispiel das Pokémon Center verlassen und dann taucht die Jahreszeit auf, in der man sich befindet und schon hat das Sesokids die Form passend zur Jahreszeit. Das mache ich dann ein paar Mal, bis ich alle verschiedenen Sesokids habe. Den Flampivian in der Wüste muss man einfach einen Wutkeks geben, damit sie ihren Trance-Modus verlassen, was übrigens die versteckte Fähigkeit ist. Resetten, bis es weiblich ist und das gleiche Brütspiel. Es gibt ein paar Mons, die nur an einem bestimmten Wochentag in einer bestimmten Version auftauchen. Somnivora taucht in Schwarz und Weiß freitags im Keller auf. Apoqualyp findet man in der Bucht von Ondula. Montags in Schwarz 2 die männliche Form, donnerstags in Weiß 2 die weibliche Form.
Wir können natürlich nur das Rosane benutzen, um die Fähigkeit zu vererben. Das ist aber okay, da aus dem Ei dann zum Glück beide Farben schlüpfen können. Leider nicht so bei dem folgenden Pärchen. Die Geschlechter sind spezifisch, was ich vorher gar nicht wusste. Wasserquill findet man auf Route 4, aber nur montags in Weiß 2 und Grifeldis in Schwarz 2 nur donnerstags. Grifeldis ist immer weiblich, somit kein Problem, die Fähigkeit an Skullig zu vererben, aber Wasserquill ist immer männlich. Somit gibt es keine Chance, Geronimatz mit versteckter Fähigkeit zu bekommen. So, die gerade genannten sind jetzt wirklich kein Problem, ne? Bestimmte Bedingungen, Wochentage, weiblich resetten und einfach brüten. Ja, kein Problem. Aber ihr seht, da sind noch ein paar auf der Liste. Und die kriegen wir nur in... In Schwarz-Weiß 2 haben sie etwas eingeführt, das ein bisschen an Geheimbasen erinnert. Versteckte Lichtungen. Auf bestimmten Routen kann man zwischen Bäumen, naja, mehr grün als sonst erkennen. Dort kann man hineingehen und befindet sich auf einer Lichtung. Dort findet man meistens simple Items, aber manchmal auch Pokémon. Und diese Pokémon haben immer ihre versteckte Fähigkeit. Und als ich das am Anfang nachgeforscht habe, sah das nicht so wild aus, ne? Man geht zu einer Lichtung, resettet die Lichtung, bis ein Pokémon drin ist und fängt es. Easy. Das Problem ist, wie man die Lichtungen resettet und wie hoch die Chance ist oder wie gering die Chance ist, dass ein Pokémon tatsächlich drin ist. Haltet euch fest. Wenn eine Lichtung leer ist, besteht alle 256 Schritte eine Chance von 5%, dass überhaupt etwas wieder in der Lichtung spawnt. Wenn diese 5% getroffen werden, erscheint zu 40% ein Item, zu 40% ein verstecktes Item und zu 20% ein Pokémon. Klingt schon mal nicht so prickelnd, but wait, there's more. Jede Lichtung hat einen bestimmten Pool an Pokémon, die erscheinen können. Und manche erscheinen davon häufiger als andere. Es gibt im Spiel 20 verschiedene Lichtungen, 15 davon haben Gen 5 Pokémon, die wir brauchen. Schauen wir uns mal Route 7 an. Zu 15% bekommen wir Sengo oder Vipitis. Zu 4% ein Kuckmada, das brauchen wir, aber eben auch zu 1% Petsneef. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die 5% treffen, dass überhaupt etwas in der Lichtung ist, dann müssen wir auch noch 1% Glück haben, dass es ein Petsneef ist. Und es gibt 4 von diesen seltenen Spawns, die für uns relevant sind. Petsneef, Zebritz, Linfu und Bisofunk. But wait! Ihr erinnert euch, wir brauchen manche in weiblich. Ein Zebritz reicht nicht, ich muss dann Elisäba draus machen. Und ihr glaubt es nicht. Lichtungen sind die normalen Geschlechtsverteilungen total egal. Anstatt dass ich zu 50% ein weibliches Zebritz finde, sind es nur 30%. 1% mal 30% sind 0,3%, dass ich ein weibliches Zebritz in so einer Lichtung finde. Dafür müssen wir aber erstmal 256 Schritte gehen, damit zu 5% das überhaupt passiert. Und da liegt eben das Problem, dass man ziemlich lang hin und her gehen muss, um sicher wieder etwas in einer Lichtung zu haben. Im Schnitt sind es so 5000 Schritte, die man gehen muss. Und das dauert so 6 Minuten. Also alle 6 Minuten kann ich 0,3% checken. Aber zu spät einen Rückzieher zu machen, ich wollte es schwer. Schon zu Beginn von Schwarz 2 habe ich immer mal wieder die Lichtungen gecheckt und hier und da auch mal ein gewöhnliches Mon erhalten. Pikachu ist zum Beispiel ein fester Spawn in der ersten Lichtung als Tutorial. Auch Tampignon hatte ich schnell, da das in so gut wie jeder Lichtung auftauchen kann. Eyo, wie lustig das ist auch. Wie lustig es da steht. Wir haben das zweite in dieser Runde. Nice, jetzt läuft's. Guck mal da. Bitte sei weiblich, dann habe ich auch direkt beide. Weiblich. Yes. 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 Aber dann wurde es schon spärlicher und auf einmal hatte ich alles im Spiel erledigt, bis auf die Mons mit VF. Und es ist einfach so frustrierend, wenn man 6 Minuten lang hin und her radelt, dann den ewigen Weg komplett um die ganze Map geht, jede Lichtung checkt, die oft sehr versteckt sind hinter auch kleinen Labyrinthen und sowas. Und dann in keinen der Lichtungen überhaupt ein Pokémon war, weil man natürlich die 80% Items erwischt hat. Oder nur Pokémon da sind, die man nicht braucht, wie dieses dumme Pachirisu auf Route 3, das immer wieder kam. Pachirisu zum 4. Mal heute. Ah ja, irgendwann waren nur noch die 1% Mons übrig und da musste eine bessere Taktik her. Und das Stichwort hier ist...
Was ist das denn jetzt auf einmal? Schwarz und Weiß 2 sind so riesig, es gibt eine komplette Ebene, genannt Kontaktebene, die die meisten wahrscheinlich noch nicht mal ausgecheckt haben. Dort kann man sich mit anderen Spielern treffen und gemeinsam Missionen machen. Diese Missionen geben einem Punkte und mit diesen Punkten lädt man den Baum in der Mitte der Kontaktebene auf. Je größer dieser Baum ist, desto mehr Transferkräfte schaltet man frei. Transferkräfte sind so wie Sandwich-Kräfte aus Gen 9. Es gibt welche, die erhöhen die Chance, wilde Mons zu finden, man bekommt mehr Erfahrungspunkte, Marktpreise werden günstiger und, und. Und ihr könnt euch schon denken, was es noch für eine Transferkraft gibt. Die Lichtungskraft. Und hier steht auf Deutsch, man kann jetzt leichter Pokémon auf versteckten Lichtungen finden. Ich habe mich schon gefreut. Aber das war ein riesiger Bullshit, diese Beschreibung, die im Spiel steht. Das ist schlecht übersetzt oder sowas. Denn in Wirklichkeit bedeutet es, dass man eher etwas in einer Lichtung findet. Also nicht die 20% der Pokémon wird erhöht, sondern die 5%, dass man die Lichtung findet, wird erhöht. Um wie viel weiß man gar nicht, aber schon um einiges. Aber diese Kraft erstmal freizuschalten, oh mein Gott. Für Lichtungskraft 3, also die beste, brauche ich Level 30 im schwarzen Baum und im weißen Baum. Man kann aber nur in Schwarz 2 schwarze Punkte sammeln und in Weiß 2 weiße. Game Freak, ich verstehe, dass ihr beide Editionen verkaufen wollt, aber das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe mich jetzt schon genug drüber aufgeregt und ich will gar nicht so lange drüber reden und auch gar nicht so spezifisch erklären, wie man das grinden kann, denn ich mache ein eigenes Video dazu, denn es gibt was sehr, sehr Besonderes, was wir so fangen können, mit bestimmten Kräften. Mit Lichtungskraft 3 konnte ich dann meine Zeit halbieren, die ich radeln musste, und Transferkräfte halten genau 3 Minuten, also perfekt. Aber trotzdem, auch wenn es schneller ging, es kam ums Verrecken keines der 1% Mons. Und ganz ehrlich jetzt, das war das Schlimmste, was ich im ganzen Projekt Origindex machen musste, weil es war grottenlangweilig und extrem zerstörend. Aber ich bin selber schuld, ich weiß. Ich sag nur, das war so das Langweiligste, was ich machen musste im Projekt Origindex. Aber dann kam endlich mal was. Linfu. Yes. 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 30% weiblich. Okay, wir haben eins. Wir brauchen noch eins. Und dann kam auch noch ein Petsneef. Oh mein Gott, bitte sei ein Weibchen. Nein! Wir brauchen nochmal ein Petsneef. Ich würde euch gern sagen, dass ich die restlichen dann mit meiner Reaction gefunden habe, aber irgendwann habe ich mich nur noch auf die Couch gelegt und gegrindet. Aber ich spiele euch kurz meine Reaktion nach, okay? Endlich. Endlich. Aber dann hatte ich wirklich alle Mons, ihr seht sie hier, im Pokéball gefangen und alle, die möglich waren, mit versteckter Fähigkeit. Aber wir enden nicht auf dieser miesen Laune, die mir die versteckten Lichtungen gegeben haben, denn ich zeige euch jetzt noch ein paar coole Sachen, die ich mir geholt habe in Schwarz 2. Wenn man einen Schwarz- oder Weiß-Spielstand hat, kann man das den zweiten Teil wissen lassen. Dafür braucht man auch wieder zwei DS-Systeme. Verbindet man also sein Schwarz 2 mit Schwarz zum Beispiel, schaltet man Erinnerungen frei. Reden wir dann mit dieser Person hier in einem Pokémon Center, so bekommen wir einen Rückblick gezeigt, in dem N seine Pokémon freilässt. Und ab diesem Zeitpunkt können Pokémon mit der OT N in der Wildnis auftauchen. Und das sind diese 15 Stück hier. Alle haben eine Chance von 1% aufzutauchen auf ihren jeweiligen Routen. Außer Zorua, das ist eben ein Geschenk in Maria City. Es ist sehr einfach, Ns Pokémon zu finden. In der Wüste zum Beispiel haben alle Level 22. Alle anderen Mons in der Wüste sind aber nur unter Level 22. Also kann ich sie mit Schutz super gut isolieren und die einzigen, die erscheinen, sind Ns Pokémon. Und gebt euch das. Sie erscheinen einfach mit einem grünen Schimmer, als wären sie shiny. Leider überträgt sich der Schimmer nicht in andere Generationen. Da ist eins. Die Pokémon aus der Elektrolythöhle lassen sich auch relativ gut isolieren. Direkt das dritte hinterher. Hohoho, tatsächlich, wie ist denn das jetzt möglich? Alle anderen aber leider nicht, da sie ein viel geringeres Level haben als alle normalen in der Umgebung. Aber es war kein sehr langer Grind, bis die 1% erschienen sind. Ey, Nummer 1, es geht so schnell. Oh mein Gott. Oh, Alter. Back to back.
Es fehlt nur noch eins. Was gebührt mir die Ehre? Oh! Da ist es, das letzte. Und das sind alle Pokémon, die einmal N gehört haben. Nur jetzt gehören sie mir. In Gen 2 konnte man ein rotes Gyarados finden und 13 Jahre später konnten wir ein schwarzes Maxax in Schwarz und Weiß 2 finden. Doch im Vergleich zum Gyarados ist das Maxax sicher nicht geschenkt. Man findet es nur im Naturschutzgebiet und das darf man erst betreten, wenn man jedes Mon im Pokédex gesehen hat. Der Einaldex hat 301 und davon müssen wir, weil mystische nicht zählen, 297 finden. Ich hatte in meinem Spielverlauf bereits so gut wie gegen jeden NPC gekämpft, um meinen Flambirex zum Killer zu machen. Trotzdem fehlten mir locker über 60 Einträge. Und hier hat mir Serebi sehr geholfen, denn bei jedem Pokémon steht da, bei welchem Trainer man es sehen kann. Ich bin also die ganze Region abgelaufen und habe noch mehr Trainer besiegt, sodass mein Flambirex dann auf Level 100 war. Und dann gab es ein freches Pärchen. Eneko und Haspiur sind jeweils nur in Weiß oder Schwarz zu finden. Kein Trainer hat diese zwei kleinen Dinge. Man muss das andere Spiel haben und dort fangen und auf das andere Spiel übertragen, um alle im Dex nur gesehen zu haben. Das ist mies. Beide Editionen besitzen, um die Pokémon nur gesehen zu haben. Nicht gefangen, da wär's klar, nur gesehen zu haben. Dann hatte ich einen vollen Dex und wir bekommen die Erlaubnis, in das Naturschutzgebiet zu fliegen. Und dort steht das wunderschöne schwarze Maxax. Es ist zum ersten Mal, dass ich den Gen 5 Schiller sehe. Ich hatte nur einen Luxusball dabei und natürlich musste es da rein. Also habe ich den Speicherstand immer wieder neu geladen, in der Hoffnung, es würde in dem einen Luxusball drin bleiben. Ich habe dann aber doch klein beigegeben und mehr Luxusbälle gekauft. Ist klar, was jetzt passiert, oder? Jetzt bleibst du im ersten drin, pass auf. Hey Leo, wie ist es so, jeden Tag Pokémon zu spielen? So. Und dann war es soweit. Ich konnte alle meine Trophäen auf Home übertragen. Und das ist kein schweres Unterfangen mehr. Bisschen anstrengend ist nur, dass man die Pokémon nur aus der ersten Box übertragen kann. Und im ersten Teil konnte man noch nicht mehrere Pokémon markieren. Das macht das Ganze etwas umständlich, wenn ich jedes Mon einzeln in Box 1 packen muss. Im zweiten Teil haben sie das zum Glück verbessert. Aber so übertrage ich alles mit Mover auf die Bank und wenn ich alles auf der Bank habe, kann ich alle auf einmal auf Home transferieren. Dort konnte ich dann alle sortieren. Ein paar habe ich dann auf Gen 8 und 9 übertragen, um sie dort zu entwickeln. Ich habe aber zum Glück vorausgedacht. Guck mal da und die Affen gibt es bisher nicht auf der Switch. Die musste ich in Gen 5 selber entwickeln. Und hier sind sie. Alle Gen 5 Pokémon im Pokéball, alle in männlich, alle zusätzlichen Formen, alle mystischen, alle Pokémon von N, alle Pokémon aus dem Traumradar, das weibliche Zoroark, das Shiny Maxax. Oh, und alle, die möglich sind, mit versteckter Fähigkeit. Was ich bereue. Aber vor allem in der Kontaktebene kann man noch etliche Stunden verbringen, was ich machen werde. Denn, was ich vorhin nicht gesagt habe, im Naturschutzgebiet gibt es, so wie auch in Gen 4, Karpador von Level 1 bis 100. Ihr wisst, in Gen 4 habe ich ein Level 100 Karpador gefangen, das war nice. In Gen 5 gibt es jetzt auch Gyarados von Level 1 bis Level 100. Und natürlich muss ich das machen, ein Level 1 Gyarados finden. Dafür brauchen wir aber eben Level 100 in der Kontaktebene in beiden Spielen, was etliche Zeit dauern wird. Aber das wird ein eigenes Video, wie ich Level 1 Gyarados fange, mit Tutorial und so weiter. Das mache ich demnächst. Ich muss mich erstmal erholen von dieser Gen 5. In diesem Sinne, wir sind am Ende vom Video. Es ist Zeit, den Patreons zu danken. Ich danke euch, meine fettesten Unterstützer Megumina, Mauri, Jonas, Devilby, Linky, Zorro, JGamer, Robin, Superphil, Mika, Manic, Matthias, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danova, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bryan, Hamke, der Fast Guy, Eva, Del Prani und Henriette. Vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal, spätestens bei Gen 6 hoffentlich. Und peace out, goodbye, auf Wiedersehen.